WAVI-Profi 3 verfügt auch über eine Benutzerkontenverwaltung, das heißt eine Zugriffssteuerung auf Benutzerebene. Diese können Sie unter Administration, Systemeinstellungen, Rechtevergabe erreichen. Hier haben Sie Ihr angelegtes Personal und das angelegte Personal können Sie konfigurieren. Das heißt, Sie können sagen, wer was darf. Wir machen jetzt mal eine praktische Situation. Und zwar sagen wir, dass die Maya Sandra, die darf ja im Prinzip gar nichts, die arme Frau. Okay, machen wir mal die Müller Sabine, die darf wieder alles. Okay, wir sagen, die Müller Sabine, sind wir jetzt auch mal vorsichtig. Die darf in den Artikel stammen, aber sonst nichts. Okay, wir sagen jetzt einfach übernehmen. Schließen das Ganze und wenn wir jetzt einen Benutzerwechsel durchführen und die Müller oder die Sabine Müller verwenden, wir gehen in den Artikelstamm, dann darf die Müller Sabine oder dann öffnet sich der Artikelstamm. Wenn wir hingegen woanders reingehen, sagt WAVI Profi 3, hey, lieber Benutzer, du hast gar keine Zugriffsberechtigung. Also, das ist eine coole Geschichte, weil so können Sie wirklich steuern, wer darf was. So, und das Ganze hat natürlich auch Schattenseiten. Und zwar, okay, wir müssen jetzt erst einen Benutzerwechsel durchführen auf jemanden, der natürlich einen Zugriff auf die Rechtevergabe hat. In Systemeinstellungen unter Rechtevergabe sollten Sie natürlich, wenn Sie das wollen, wohlgemerkt, ja, das ist immer eine Sache, will ich das, oder, also wollen Sie das oder wollen Sie das nicht. Es ist so, dass ein Benutzer, oder Sie können ganz einfach einen Benutzerwechsel machen, das ist ja schön. Aber wenn Sie sagen, ich will meine Konten schützen und erlauben aber das den jeweiligen Usern total simpel, ohne Passworteingabe, einen Benutzerwechsel durchzuführen, kann jetzt einfach als theoretisches Beispiel die Müller-Sabine einfach auf den Max-Mustermann wechseln, der alles darf und somit hat sie Zugriff auf alles. Ist nicht ganz so ideal. Fairerweise muss man an der Stelle jetzt auch sagen, Sie können natürlich alles auch reproduzieren. Das heißt, Sie sehen, wer hat was gemacht. Dazu steht Ihnen in den Auswertungen, also sprich Statistiken, hier die Bewegungsübersicht zur Verfügung. Hier sehen Sie, wer was gemacht hat. Also das ist jetzt mal die andere Seite. Können Sie natürlich alles einsehen. Das heißt, wer hat in der Kasse irgendwas storniert, wer hat eine Preisänderung gemacht, wer hat sich in den Artikelstamm, den Lieferantenstamm und so weiter eingeloggt. Alles möglich. Aber ich würde Ihnen empfehlen, das machen wir jetzt ganz einfach mal, in den Systemeinstellungen, in der Rechtevergabe zu sagen, hey, der Max Mustermann, den schütze ich. Jetzt sage ich Passwort, der Max Mustermann, den wähle ich aus. Es ist kein Passwort hinterlegt, somit drücken wir einfach Enter. Jetzt sehen wir ein Schloss, das sich geöffnet hat. Somit können wir nun ein Passwort eingeben. Ich mache jetzt mal 1234. Drück Enter und bestätige das Passwort 1234. Drück wieder Enter. Jetzt stehe ich auf Übernehmen. So, jetzt ist es so, wenn wir jetzt einen Benutzerwechsel machen, zum Beispiel die Müller Sabine. Okay. So. Und die ja jetzt halt nichts darf im Prinzip, sondern nur im Artikelstamm. Wir gehen jetzt her und sagen Benutzerwechsel. Und wir wollen jetzt den Max Mustermann und drücken jetzt einfach Enter. Dann sagt er, hey, das geht nicht. Sie haben versucht, da irgendwo einzudringen und hat nicht funktioniert. Also das heißt, das Passwort muss angegeben, 1234 muss angegeben werden und gut ist. Dann ist der Max Mustermann drin und der hat natürlich Zugriff auf alles oder auf die dementsprechend freigegebenen Bereiche. Die Schattenseite verbirgt sich allerdings im Verkauf. Und zwar, es könnte ja sein, dass Sie als Chef, also Sie als Max Mustermann hergehen und sagen, ich gehe jetzt in den Verkauf rein und ja, ich verkaufe dort was und die Müller Sabine ist auch da. Jetzt haben Sie sich aber eingeloggt, weil Sie wollen ja auch Verkäufe, die Sie ausführen, auch einem Benutzer zuordnen. So, das, oder auswerten können, sagen wir es generell so. Das heißt, jetzt ist der Max Mustermann ja hier als Verkäufer. Der Max Mustermann hat Zugriff auf alles. Jetzt könnte die Müller Sabine hergehen und könnte sagen, hey, ich gehe jetzt im Kundenstamm, im Lieferantenstamm, in die Statistiken oder sonst irgendwo rein. Klar, weil Sie sind ja in der Kasse drin und Sie wollen ja nicht unbedingt zwangsweise immer wieder die ganzen Berechtigungen neu setzen, Ihr Passwort neu eingeben, wenn Sie sowieso an der Kasse sind. Also da immer ein bisschen drauf aufpassen, da vielleicht einen sogenannten Kassen-User anlegen, wie auch immer. Aber Sie können hier alles auf Benutzerebene schützen, so damit wirklich nur derjenige auf die Bereiche Zugriff erhält, auf die er Zugriff erhalten soll. Schön. Systemeinstellungen, Rechtevergabe. Bei dir können Sie wirklich sehr, sehr viel konfigurieren. Ja, das war es eigentlich schon mit der Benutzerverwaltung.
sehr einfach zu bedienen, sehr effektiv und wirklich schützt die Bereiche, die geschützt werden sollen.